Ja, ahoi, ihr Landratten, da bin ich wieder, euer Kommandant zur See, der Ossi-Zocker. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich freue mich jetzt sehr drauf und ich würde sagen, jetzt geht's ja wieder los mit der Laufbahn. So. Wir fangen natürlich jetzt wieder neu an, da wir ja den neuen Mod jetzt haben, den Final Attack Mod. Ja, ich würde sagen, das können wir alles so lassen und los geht's. So, ach ja, wir haben ja dieses kleine süße U-Boot. Ach, ist er nicht süß, der Kleine. Okay, würde ich sagen. Okay. Nochmal kurz schauen. Besatzung, alle Mann an Bord. Ja. Gut, dann kann es jetzt losgehen, ne? Realismus, den tue ich aber mal ändern. Das können wir anschalten. Das nehme ich mit. Ja, das auch. Das nehmen wir auch mit. Torpedo-Blindgänger, yep. Dann keine Ereigniskamera. Ach, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Na, das brauchen wir schon. Das nehmen wir auch. Jetzt sind wir bei 86. Ich glaube mal, das ist ziemlich schwer genug, wie es so schön heißt. Und ja, auf geht's, ne? Ja, ich hoffe, das Spiel schmiert jetzt nicht wieder ab. Wobei, wäre auch nicht das erste Mal. Ja, und dann würde ich sagen, kommt jetzt sowieso erstmal mein Intro und dann, ja, sehen wir uns gleich, ne? Also, unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Ja, und da bin ich auch wieder. Ja, er lädt natürlich immer noch. Kein Wunder. Okay, ja. Ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich es dann wieder so machen, dass ich dann im U-Boot die Aufnahme starte. So. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht allzu lang dauert. Also mein Rekord war hier mal 2 Minuten und 10 Sekunden mit Laden. Aber okay, da habe ich auch privat gespielt, ohne OBS im Hintergrund. Ja, schauen wir mal. Ja, aber leider ist es halt auch schon passiert, dass er dann beim ersten Mal Laden abgestürzt ist. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht, aber okay. Wenn nicht, muss ich das Spiel nochmal neu laden. Aber jetzt schauen wir erstmal, ne? Vielleicht haben wir ja Glück. So, Entschuldigung, aber passiert ja gerade sowieso nichts. So, also dann kann es jetzt bitte losgehen. Dum, da dum, da dum. Naja. Ja, die Kommandantenlehrgänge haben wir jetzt alle geschafft. Ja, ich freue mich drauf. Ja, jetzt geht's wieder los mit der Laufbahn. Also wenn der dann hier mal irgendwann geladen hat, kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ich hatte früher mal einen Einkernprozessor vor 2, 3 Jahren. Da hat der sagenhafte 15 Minuten geladen. Also von denen her bin ich auf alles gefasst. Mittlerweile habe ich ja 4 Kerne, also sollte es eigentlich auch schneller gehen. Aber gut, lasst uns mal überraschen, ne? Oh, das ging aber wirklich schnell jetzt.
Ich glaube so zweieinhalb, drei, also mehr wie 3 Minuten waren das jetzt auf keinen Fall. Okay, so, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen ja wieder in den Planquadrat. AO 83. Schiff gesichtet, Lage 2-1, geringe Entfernung. Ne, echt, im Hafen sind Schiffe zu sehen. Wer hätt's gedacht? Mal gucken, ob das funktioniert jetzt. Ah, tatsächlich. Man kann nämlich jetzt auch durchgehen. Na Jungs, alles fit? So, wie war das mit Alt und F? Jawohl, Herr Kaloin. Ja, genau. Okay. Ach, ist doch nicht süß, unser Apple-Kahn. Achso, ich wollte ja auch mal U drücken. Wir brauchen ja auch unser U-Boot-Zielortungssystem. USO. Ah, genau, da haben wir unser Menü. Jo. Halt. Nein, fortsetzen. Schiff gesichtet, Lage 319, geringe Entfernung. Was du nicht sagst. Okay, jetzt zeichnen wir erstmal den Kurs. Da ist AO 83. Okay. Ach, jetzt haben sie die Lineale hierhin gemacht. Auch nicht schlecht. Oh, jetzt müssen wir uns wieder an die... Entschuldigung, ihr Lieben. Jetzt müssen wir uns hier wieder dran vorbeischleichen. Na gut, einmal Kurs zeichnen, bitte. Ach so, genau, ich kann ja... Mit den Pfeiltasten könnt ihr nämlich praktischerweise nach oben scrollen. Und könnt gleichzeitig den Kurs setzen. Okay, hier müssen wir raus. Okay. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Wo ist er denn? Ach, da ist er ja. Und hier müssen auch irgendwo unsere Zielschiffe sein. Das heißt, wir können eigentlich hier mal so einen kleinen Zickzack-Kurs machen. Ah, halt. Na egal, den können wir gleich mal löschen. Also. Ach, was mache ich denn eigentlich? Nochmal zurück. Den können wir weg. Wunderbar. Tja, wenn man es immer genau wüsste, ne? Wo die Feindschiffe sind. Aber wir werden es rauskriegen. Hier müssten sie dann irgendwo sein. Ja, machen wir erstmal so und dann schauen wir mal, ne? So, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht die Taste X drücke, Plus drücke, für Beschleunigen, weil das ist nämlich meine Aufnahmetaste in OBS. Okay, jetzt erstmal hier raus beschleunigen. Naja, Schiff gesichtet, ich weiß. Och, Manu. Ja, der... Ach, sage mal, habe ich schon wieder einen trockenen Hals. Gibt's doch gar nicht. Ja, das Problem ist nämlich, dass der bei jedem Schiff dann wieder auf 8 zurückspringt. Also 8-fache Geschwindigkeit. Komm schon, wir wollen hier raus. Wir wissen doch, dass es hier Schiffe gibt im Hafen. Das ist ja nichts Neues, ne? Okay. Vollgas. Halbe Fahrt, ne? Das ist ja... So. Oh, wir können jetzt durchfahren. Ha. Wunderbar.
Okay, na super. Hm. Kein Schiff mehr zu sehen. Subi. Okay. Ja, die Installation von dem Mod war wieder super einfach, muss ich sagen. Ich habe gleich mehrere gemacht für die Laufbahn. Ja, für einen Commander. Aber das wird euch alles wirklich sehr präzise und genau erklärt. In der Anleitung, also echt super der Mod. Wie immer. Ey, was haben wir denn? Neuer Funkspruch, Herr Kaloy. Naja, wenn du das sagst, dann gucken wir mal, was wir denn bekommen haben. Okay, von der Erprobungsstelle Kiel. Ach, wir sind U16 diesmal, okay. Planquadrat AO 83, zwei Zielschiffe, 25 Kilometer östlich der Ostspitze Bornholms. Mit 9 Knoten Fahrt auf Zielgebiet operieren, Schiffe angreifen und versenken. Jupp, machen wir. 9 Knoten, was fahren wir denn gerade? 9 Knoten, ha, dann passt das ja. Okay, ich denke mal, wir sind jetzt weit genug weg vom Land und können eigentlich mal ein bisschen, ja, ein bisschen schneller machen hier mit der Zeit. Ach ja. Hm, dumm, dumm, dumm. Ei, schon wieder ein Funkspruch. Hm. Neuer Funkspruch, Herr Kaloy. Alles klar, Kollege. Was ist es diesmal? Och, das hatten wir doch gerade schon. Wissen wir doch, Kollege. Jep, ist nochmal derselbe. Hm, naja, okay. So, jetzt aber da. Volles Rohr, ne? Wir wollen ja heute noch ankommen. Ach, Menno, was ist denn jetzt, oder? Ja, dasselbe wie immer, ne? Neuer Funkspruch, Herr Kaloy. Hoppala. Ich wollte doch auf die Karte. Okay, jetzt aber, oder? Wie heißt das schön? Wir wünschen jetzt nicht mehr gestört zu werden. So. Und das die schwarze Ecke haben sie jetzt hier oben weggemacht. Fällt mir gerade mal so nebenbei auf, muss ich sagen. Ach, Nase wirkt schon wieder. Natürlich, Funkspruch. Was ist es diesmal? Überraschung? Oh, jetzt ist aber was Neues. Das hatten wir ja schon. Rückkehr nach Stralsund bis 3.8.39 Uhrzeitgruppe 23.00. Okay, ja. Schauen wir erstmal. Oh, und was hat? Nebel. Ach, na super, klasse. Okay, das macht es natürlich nicht einfacher, ne? Aber. Was für ein Shitwetter, ne? Wie der Norddeutsche sagen würde. Jungs, ihr habt alles noch im Blick. Super, klasse. Ja, gehen wir mal wieder in unseren Kartenraum. Das ist wärmer. Und trockener. Okay, was macht eigentlich unsere Tankanzeige? Ja, die wird langsam leerer. Sehr gut. Ach, Menno, was ist denn jetzt wieder? Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja, das kennen wir doch schon. Das ist doch nichts Neues. Können aber mal kurz was nachschauen. Jungs, seid ihr noch fit? Ja, das geht noch. Das geht auch noch. Also, naja, das sieht ja noch sehr gut aus hier. Torp
Torpedo. Warte mal, wir haben doch einen Torpedoschützen, ne? Den brauchen wir, glaube ich, dann auch. Da haben wir auch noch einen. Dann kommst du mal hier mit rein. Ah, wobei. Machen wir den Raum hier mal voll. Sehr schön. Okay, als nächstes gucken wir jetzt mal, wie weit haben wir es denn noch? Okay, naja, müssten wir ja eigentlich bald da sein. Wenn wir nicht dauernd wieder unterbrochen werden. Und dann müsste es auch eigentlich wieder hell sein. So, jetzt aber. Vollgas. Also hier ist der Notzipfel und dann... Oh Moment, wir haben doch ein Lineal. Können wir es auch abmessen. Gehen wir mal von hier aus, dann wären es 25 Kilometer. Also ungefähr hier in der Gegend sollten die Schiffe auftauchen. Das heißt, wir können schon mal die ganzen Wegpunkte löschen. Neuer Funkspruch, Herr Kaloy. Na, was du nicht sagst. Sowieso wieder derselbe. Dann machen wir mal direkt hier ein. Okay, also. Schauen wir mal. Ja. Ach nee. Jetzt haben wir was anderes. Rückkehr nach Stralsund bis 3.8.39. Das war ja schon mal soweit. Richtig, das kannten wir ja auch schon. Versetzung zur zweiten Flottille nach Wilhelmshaven. Dort Sonderbefehl des Marinebefehlshabers ausführen. Oh, okay. Erstmal schauen, ob wir das überhaupt schaffen. Datumsmäßig. Aber wo war denn das hier? Konnte man doch irgendwo... Ach, hier war das genau. 2. August ist jetzt schon. Ja. Das wird... Ja, knapp werden. Oh, der Nebel löst sich auf. Aha, das ist ja cool. Schauen wir mal. Oh, wow. Was für eine stürmische See. Ja, na, das seht ihr. Auch wieder mit dabei. Dieser coole Schimmereffekt. Ja, aber so berauschend sieht das. Oh, da hinten war jetzt ein Blitz. Aha. Echt cool gemacht, muss ich sagen. Mann, oh Mann, das ist ja echt eine stürmische See, ne? Und wir sind da mit unserem kleinen Apple-Kahn hier. Ja, Moment, wo sind wir denn da? Alter Schwede. So, jetzt tauchen wir mal ab. Boah, das Wasser sieht aber auch echt herrlich aus. Ja, das ist im Übrigen der Blauwassermod. Okay, so, jetzt können wir eigentlich mal wieder vorspulen. So was, aber auch die Nase juckt schon wieder. Okay, jetzt müssten wir eigentlich bald auf die Schiffe treffen, wenn alles planmäßig verläuft. Ja, wo sind denn unsere Dampferchen? Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, ach, was kommt jetzt wieder? Mann, oh Mann, das ist also ein Funksprüchen, ja, können wir uns nicht beschweren. Neuer Funkspruch, Herr Kaloy. Natürlich wieder mal dasselbe. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Okay, aber es macht ja nichts. Lieber einmal zu viel erhalten, als einmal zu
Ja, als zu wenig. Okay, jetzt müsste eigentlich... So, machen wir mal etwas langsamer hier. Nebel zieht auf. Ach ja, super. Hatten wir das nicht erst Nebel? Ach man. Naja, gut, müssen wir durch. Das passt noch. Wie sieht's hier aus? Joa, langt auch noch. Okay, ja. Was sind denn jetzt unsere Zielschiffe? Ja, so, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nämlich gar nicht. Hm, müssen aber eigentlich... Sollten Sie hier sein? Hm. Verstehe mal einer, wer will. Was? So war das jetzt auch nicht geplant, aber okay. Okay, halbe Fahrt, sehr gut. Ach, Herr Jemini. Da sehen wir ja gar nichts. Nicht. Hm. Oh. Gucken wir mal, ob wir das noch in dieser Folge packen. Dann wird es halt etwas länger wie eine halbe Stunde, aber ja, macht ja nichts. Irgendwo hier müssen sie doch sein. Die Zielschiffe. Hm, wo sind sie denn bloß wieder hin? So, ich mache jetzt bewusst nicht ganz so schnell die Zeit vorspulen. Also gut, wo sind denn die jetzt wieder? Kuckuck, wo seid ihr? Wäre natürlich deutlich einfacher, wenn kein Nebel da wäre. Aber gut. Das Leben ist kein Ponyhof, ne? So, besonders nicht, wenn man U-Boot-Kommandant ist. Okay, zumindest ist jetzt von der Uhrzeit her müsste es hell sein. Hm. Sagte man, die müssen doch hier irgendwo müssen die doch rumgeistern, die Zielschiffe. Ich würde das schon gern noch in die Folge hier mit reinbringen, aber wie es aussieht, wollen die sich nicht zeigen, ne? Hm. Na sowas, aber irgendwo hier müssen die doch sein. Sag mal. Ja toll, jetzt bin ich wieder hier. Hm. Keine Spur von denen. Waren doch eigentlich immer hier. Komisch. Hm. Ich glaube, die haben Angst vor uns, so wie das aussieht. Ich. Jungs, wo habt ihr euch versteckt? Kommt raus. Wir finden euch ja sowieso. Oh, Mann. Da juckt einen gleich die Nase. Hm. So.
Leute, wo seid ihr? Oh, Mann. Ist doch herrlich, wenn die Nase juckt. Hey, da ändert sich das Wetter. Oder man fliegt im Dreck. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, wo sind sie denn? Unsere beiden Zielschiffe. Also, das gibt's doch gar nicht. Ah, okay. Ah, wir haben sie gefunden. Sehr gut. Jetzt machen wir mal Folgendes. Das müssen wir erstmal löschen. Gut, dann kommen wir jetzt mal von der anderen Seite. So, jetzt müssen wir... Aber wir tun natürlich... Das könnte auch etwas zu nah sein, glaube ich. Ja. Okay, dann machen wir das nämlich so einfach. Okay, einmal beschleunigen. So. Dann machen wir das doch noch in der Folge hier mit. Ja, wir haben die schon gesehen. Aber eigentlich müssten es zwei Schiffe sein. Oh, na die stehen ja. Hm, okay, jetzt müssen wir mal... Das müssen wir jetzt mal anschauen. Wie sieht denn das aus? Von hier? Okay, vielleicht müssten wir den einen mit den Dings abschießen, mit dem Flak. Ah ne, das geht ja gar nicht. Wir haben hier stürmische See. Jetzt gucken wir mal, da sind sie, die beiden. Okay, dann... Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stoppen. So, ja, das mal auf jeden Fall. Dann brauchen wir unser Umso. So, Jungs, wo seid ihr? So, was hat denn der an Tiefgang? 5 Meter, da machen wir. 6 Magnet schnell. Ja. Einmal Q drücken. Jawohl, Herr Kaloin. Na, hoffentlich geht das gut, ne? Rohr 1, los! Da können wir eigentlich mal aufschalten. Der hat auch 5 Meter, okay. Also, auch da... Schon mal lüften. Jawohl, Herr Kaloin. Lüften, ich meine öffnen. Ja. Ah ja, kann ja mal passieren, ne? So, also. Ja super, das war dann kein Treffer. Mhm. Geht ja schon wieder richtig gut los, ne? Rohr 2, los! Also, nochmal ein Versuch. Jawohl, Herr Kaloin. Ja, das ist halt das Schwierige bei dem Wetter hier. Okay, aber jetzt, oder? Rohr 3, los! So, der muss jetzt aber sitzen, sonst haben wir ein ernstes Problem. Ach komm, nicht dein Ernst, oder? Ah, okay. Ha.
Ich wollte gerade schon sagen, nicht schon wieder ein Blindgänger. Oh, das ist aber ein feines Feuerwerk. Und, haben wir den zweiten auch? Oh oh. Ja. Oh, hat's gleich beide erwischt. Krass. Okay. Auch nicht schlecht. Oh man, hier sieht man ja gar nichts. Ja, das waren die beiden. Naja, dann würde ich sagen, auf nach Hause. Ne? Ach, da hinten sind wir ja. Unsere kleine Nussschale. So, also. Ach, sag mal. Ach, die Nase schon wieder. Aber so wie ich mein Glück kenne, hat er uns jetzt nur eine Einheit. Oder zählt wahrscheinlich nur das eine Schiff, aber okay. Kann ich jetzt nicht ändern. Aus irgendeinem Grund. Aber nun gut. Ja, ich denke mal, das sollte lang. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloy. Große Entfernung. Ah, wobei wir können auch auf große gehen. Hauptsache. Volle Fahrt voraus. So, ihr dürft euch jetzt mal ausruhen. So, rein mit euch in den Erholungsraum. Wie sieht die Frische von denen aus? Naja, könnte besser sein. Aber von denen ist es ja auch nicht gerade besser, von denen ja. Also, seppelt mal hier in euren Aufenthaltsraum, die brauchen wir jetzt nicht. Der hat auch schon etwas an Ausdauer. Naja, gut, können wir jetzt nicht ändern, ne? So, jetzt aber die ganz schnelle Version von nach Hause fahren. So, was sind wir denn? Ja, ja. Das wissen wir doch, dass da einer ist. Oh oh. Das war knapp. Ja, dann sind wir halt über eine halbe Stunde, aber oh, egal. Muss ich noch mal schauen, was haben wir für ein Datum? Ah, 4. August. Wir haben es leider nicht geschafft. Bis 3. August. So. Tja, neutraler Einsatz. Gruppe bringt uns gar nichts. So, was ich jetzt aber mal nachschaue. Hoppala. Okay, aber wir haben beide Ziele abgeschlossen. Sehr schön. Ist immer noch so Sturm draußen. Uiuiui. Aber es regnet nicht mehr. Yay. Holala. So. Wir können ja mal kurz reingehen in die Zentrale. So sieht es von innen drin aus. Also es ist ein, ja, ziemliches Geschaukle, ne? So, Jungs, na? Geht's euch noch gut? Jo, ne? Zumindest beschwert sich gerade keiner. Okay, und weiter. Ja, ja. Okay, lassen wir mal auf 500. Oh. Neutral, kleiner Geleitzug. Tja. Welche Überraschung. Wir haben ja auch noch keinen Kriegseintritt daher. Könnte das auch noch kein feindlicher oder Verbündeter sein. Sondern ist alles noch grün, also ja, neutral, ne? So. Jetzt geht es nämlich gleich wieder im Hafen los mit Schiff gesichtet. Ich bin nämlich nicht sicher, ab wann das gilt, dass wir dann ja, den Einsatz abbrechen können.
Nicht, dass wir das zu früh machen, das wäre nicht gerade gut, ne? Ah ja, das ist dann der Geleitzug, okay. Ja, ja. Oh, das geht ja jetzt schon los, ne? Gut, jetzt gucken wir mal, ob der hier von der Zeit her abbremst. Aber der Wellengang ist immer noch extrem, okay. Oilala, unser Dieselvorrat. Naja, gut, wir sind ja auch mit großer Fahrt, ne? Ach, auch schon wieder ein Verbund. Ach ja, jetzt komm doch. Reicht mir schon, was jetzt gleich wieder kommt. Ich glaube nicht, bei so einer Enge springt er auf 64 zurück. Aber sehen wir gleich. Nein, doch nicht. Also, ich denke mal, ab hier können wir jetzt beenden. Nebel zieht auf. Ach, nee. Schauen wir doch mal. Und es fängt wieder an. Wow. Mann, das war jetzt aber ziemlich oft, ne? Gut, aber, wie dem auch sei, damit können wir unsere erste, ja, Feinfahrt beenden. Anlegen in Stralsund. Naja, wer sagt's denn? Beförderung und Medaillen. Sehr gut. Okay. So, dann wollen wir da mal sehen. Die müssen wir ja dann auch gleich vergeben, die Medaillen. Wo war denn das jetzt gleich nochmal? Ah, sehr gut. Okay, wer möchte denn eine Beförderung? Ach so, Moment. Orden über einen Mannschafts... Dann nehmen wir doch ein Beste. Nee. Ah, so jetzt. So war das doch. Sind Sie sicher? Ja, bin ich mir sehr sicher. Wer kann das nehmen? Ach, das können alle tragen. Alles klar, dann kriegt das der hier. Na. Okay, wir brauchen ja sowieso von jedem mindestens zwei, weil ich ja auswechseln tue. Okay, dann machen wir mal einen... Ja, vielleicht erstmal einen weiteren Maschinist, würde ich sagen. Sind Sie sicher? Yep, absolut. Okay, ich glaube, das war's, ne? Ja, und dann darf ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge und natürlich hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und weggetreten. Bis zum nächsten Mal, euer Kommandant zur See, der Ossizocker. Tschüss und bis zum nächsten Mal. And then you'll die.